Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Es ist wieder soweit, die Simson News stehen an. Wir haben ein, zwei coole Themen für euch ausgepackt. Am Ende gibt es noch die Termine und das Gewinnspiel vom letzten Mal lösen wir auch noch auf. Zuerst ein Thema in eigener Sache, dem einen oder anderen unter euch ist es vielleicht auch aufgefallen, wir sind jetzt vermehrt in den YouTube-Shorts bzw. auf TikTok unterwegs. Wer also kein Video verpassen möchte und kurzen, knackigen Content haben möchte, kann dort sehr gerne mal vorbeischauen. Ich blende euch hier mal ein Video ein, wie das Ganze aussieht. M53 Motor an 60 Sekunden. Öl raus, Deckel ab, Lüfterrad ab, Luftblech raus, Hohlrad raus, Zündung raus, Ritzel ab, Kappe ab, ihr auch. Kopf ab, Zylinder ab, Kolben runter. Deckel ab, blockieren, Mutter ab, Stifte raus, Platte ab, Mutter ab, Kupplung raus, Ritzel raus, Welle raus, Feder raus, Stangen raus, Hebel raus, Kontakt raus, Schrauben ab, heiß machen, trennen. Bolzen raus, Kickstart raus. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt einen nicht neuen, aber doch neuen Kickstarter. Und zwar haben sich die Jungs von Simson Zone gedacht, sie möchten einen speziellen Kickstarter haben. Den gab es wohl damals schon mal, so ähnlich, jedenfalls ist er darauf aufgebaut. Aber der wird wohl nicht mehr hergestellt. Der, der ihn mal gemacht hat, macht ihn nicht mehr. Und der hatte damals wohl auch einige Materialschwächen, so wie ich rausgehört habe, dass er sich ein bisschen verbogen haben soll. Jetzt haben die Jungs aber eine Kleinserie aufgelegt. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder nebenbei ein. Der ist wohl dicker, aus 8 mm Baustahl. Da sollte nichts mehr verbiegen. Und wer Interesse daran hat, ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Denn sowas in Eigenarbeit zu machen, finde ich schon ganz nice. Entschuldigt bitte, dass ich das Handy wieder draußen habe, aber für das nächste Thema möchte ich euch gerne was vorlesen, weil ich sonst das nicht so eins zu eins wiedergeben könnte. Und zwar hat Langtuning wieder mal einen Schmierstoff rausgehauen. Ich meine, die sind ja ganz schön krass und schnell dabei, gerade ihre Produktpalette zu erweitern. Ich blende es euch hier mal ein, es geht um Zweitaktöl. Wofür denn jetzt dieses Öl? Weil die ja mit Simtunol eigentlich schon sehr gut aufgestellt sind. Und da habe ich folgende Antwort erhalten, ich möchte es euch vorlesen. Natürlich ist es hier schwer, sich rein von der Schmiereigenschaft viel zu verbessern. Wir haben eher versucht, spezielle Additive hinzuzufügen. Diese bieten eine sehr gute Schmiereigenschaft, zum Beispiel von Gussringen und Gleitlagern. Ebenso bietet dieses Öl eine gute Konservierungseigenschaft bei Grau-Gussbuchsen, welche bei langen Standzeiten auch sehr zugutekommt. Natürlich kann man das ganz normal in seine S51 reinhauen und fahren. Es geht da mehr um die Additive, die das Ganze noch ein bisschen spezieller wohl für die Grau-Gussbuchsen zum Beispiel machen. Finde ich schön, wieder mal was Neues. Die Jungs sind ja ziemlich gerade dabei, Gas zu geben, was ihre Schmierstoffe angeht. Ja, finde ich super. Stefan, wir sind hier vom Fahrzeugmuseum Suhl. Offensichtlich, Christian. Und wir sind nicht ohne Grund hier, richtig? Das ist auch richtig. Gut, zwei von zwei. Und zwar haben wir euch gebeten, auf Instagram sowie auf YouTube einen Kommentar zu schreiben. Warum? Da konntet ihr Karten gewinnen, beziehungsweise, ja, konntet ihr, denn jetzt ist nämlich vorbei mit Kommentar. Ihr könnt trotzdem einen Kommentar schreiben, würde mich freuen, aber für die Karten nicht mehr. Denn am 10.8. findet hier hinten auf dem Platz ich hätte jetzt fast Kundgebung gesagt, aber eher die Feierlichkeiten rund um die 60 Jahre Schwalbe statt. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wer von euch gewonnen hat, oder? Ganz genau. Aber dafür extra nach Suhl fahren hätten wir nicht brauchen, oder? Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Bitte meldet euch bei der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei uns. Wir werden dann noch den ein oder anderen Screenshot von euch haben wollen. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns. Kommen wir zu den Simson-Treffen. Es ist im August zum Glück ein bisschen ruhiger geworden. Die letzten Monate waren ja sehr, sehr voll mit Simson-Treffen. Ist natürlich auch Saison, sei auch jedem gegönnt. Aber ist auch schön, wenn man sich jetzt nicht in 20 Minuten den Mund fusselig redet und die ganzen Treffen aufzählt. Natürlich, was ist das erste 60 Jahre Schwalbe in Suhl am 10.8.24 veranstaltet vom Fahrzeugmuseum in Suhl. Dann haben wir noch das Sim und Street Simson und Zweiradtreffen am 17.8.24 in Jahnsdorf am Verkehrslandeplatz ab 11 Uhr. Veranstaltet wird das Ganze von der Zweitakt Erzgebirge und die könnt ihr erreichen auf Instagram. Am gleichen Wochenende findet auch die Pitbike Masters statt in Röther und zwar das Wochenende komplett vom 17. bis 18. und enthält zwei Simson-Klassen. Darauf das Wochenende haben wir das Simson-Treffen Wittgendorf am 24.08.24 in Wittgendorf. Natürlich ist auch in diesem Monat wieder die Simson GP vertreten vom 24.08. bis 25.08. am Erzgebirgering. Dann haben wir noch das 8. Simson- und IFA-Treffen vom 29.08. bis 1.09.24 in Langhagen. Außerdem findet an dem Wochenende Simson-Sandhasen statt, vom 30.08. bis 1.09.24 in Meiningen. Und last but not least haben wir noch das Sim-Meet am 31.08.24 in Jahnsdorf.
So, es ist wieder soweit. Die letzten Male wurde das vernachlässigt, aber ich habe wieder aufgepasst. Wir beantworten wieder eine Frage von euch in den Kommentaren. Und zwar habe ich mir heute rausgepickt zu dem Video, ein Short-Video. Wir haben euch angelogen. Wie lange hat das Erstellen dieses Videos gedauert, fragt Ebista. Und da ich weiß, wer das Video gemacht hat, fragen wir da einfach nach. Da kennen wir ja gar nichts. Grüße, Stefan. Hey Martin, du, ich habe eine Zuschauerfrage für dich. Und zwar geht es um... Hervorragend. Und zwar geht es um das Video Wir haben euch angelogen. Das Short-Video, was du gemacht hast. Wie lange hat das Video gedauert zu machen? Bitte kurz antworten. Ja, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Wir haben euch angelogen. Oh. 5 Stunden? Alles klar, danke. Da habt ihr es gehört. Martin hat ungefähr 5 bis 6 Stunden daran gesessen. Wenn ihr noch Fragen habt, die euch auf der Zunge liegen, die euch brennend interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge. Und am besten gleich noch, von wem ihr das Ganze wissen möchtet. Und ich werde mein Möglichstes tun, die Person zu fragen, wenn es mir möglich ist. Auch gerne weiterhin die Termine. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder aber auf Instagram. Und wir dürfen uns vielmals fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.